Trax, wo steckst du? Bin schon da! Heute ist Donnerstag, der 8. April und noch immer Frühling. Hurra! Naja, ist ja klar. Trax sitzt beim Traxbuch. Loco! Und ich möchte euch dafür jetzt ein bisschen helfen, die Aufgaben von heute erfolgreich zu lösen. Schauen wir uns daher einmal auf der Seite 119 im Traxbuch Teil B hier diese Aufgaben an. Das kennst du schon, das gab's mit Plus ein paar Seiten davor. Hier geht's jetzt um Minus. Es ist ja nicht richtig eine Rechnung aufgeschrieben, aber eine Rechenanweisung. Das, was über dem Pfeil steht, das ist die Rechnung. Vor dem Pfeil steht die Zahl, von der du losrechnest. Und nach dem Pfeil steht die Zahl, die als Ergebnis rauskommt. Wir haben also hier 100 minus 88, das musst du ausrechnen. Du weißt schon, gestern haben wir geübt, wie du das machen kannst im Kopf. Deswegen kürze ich es jetzt ab und sag einfach mal, was ich da schon aus dem Hintergrund gehört habe, nämlich 76. Mit 76 rechnest du weiter und rechnest wieder. Minus 12. 76 minus 12? 64! Trax, du kannst ja richtig gut rechnen. Hast du das noch nicht gewusst? Natürlich, Trax. Hier müssen wir wieder minus 12 rechnen. Das schreibst du dir auch oben drüber. Und 64 minus 12? Nein, Trax, jetzt lässt du mal die Kinder rechnen. Ah, ich habe schon gehört, aus dem Wohnzimmer hier ist 52. Hier musst du wieder minus 12 rechnen. Und 52 minus 12 ergibt, richtig, 40 und so weiter, bis du fertig bist. Also immer minus 12 ausrechnen. Das schaffst du dann schon alleine. Mit minus 9 genauso. Aber jetzt wird es spannend in der dritten Zeile. 96. Und jetzt wissen wir noch nicht, wie viel es hier weniger wird. Wer hat es schon herausgefunden? Super, es sind immer minus 10. Ist es hier auch minus 10? Überprüf das einmal. Stimmt. Das heißt, hier musst du immer minus 10 rechnen. Was kommt jetzt? 76 minus 10. Sehr gut. Und so weiter. Und die letzte, genau das gleiche. Wie viel wird es weniger? Das wissen die Kinder nicht. Sicher, Trax, die wissen das. Richtig, ich habe es jetzt gerade schon gehört. Minus 11. Also immer minus 11. Hier nochmal überprüfen. Stimmt das? Natürlich stimmt's. Wenn ich in einem Buch rechne, muss es stimmen. Mensch, Trax, stört doch nicht immer uns beim Arbeiten. Okay, also immer minus 11, bis du fertig bist. Das ist hier die Nummer 1, Nummer 5 auf der Seite 119. Hier die Nummer 6. Da sollst du versuchen, andere Rechnungen zu finden, die das gleiche Ergebnis ergeben. Zunächst einmal müssen wir feststellen, stimmt das überhaupt? 83 minus 94, bitte nachrechnen. Es sollte 29 sein. Und es ist auch 29. Jetzt sollst du lauter Rechnungen selber finden, die als Ergebnis 29 ergeben. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt eine x-beliebige Zahl hernimmst, zum Beispiel 80, und jetzt soll das Ergebnis 29 rauskommen. Also 80 minus wie viel ist 29? Oder Umkehraufgabe 80 minus 29. Und das ist, richtig, ich habe schon gehört, 51. Hier sollst du also verschiedene Rechnungen finden, die 29 ergeben. Hier soll das Ergebnis immer 35 sein. Und hier, da hast du völlig freie Hand, da darfst du Rechnungen erfinden. Aber das Ergebnis sollte 47 sein. Ich schreibe dir mal eines als Beispiel hin.
87. Und wie viel musst du wegnehmen, dass es 40 sind? Super, 40. Und da darfst du dich also austoben. Unsere Rechenquadrate kennst du schon. Ganz leichtes Prinzip. Das minus dem ergibt das. Also 95 minus 15 ist 80. Trax, du schreist schon wieder raus. Das tut man nicht. Aber er hat recht, oder? Kinder, hat er recht? Der ist halt gut drauf, was? Bin doch immer gut drauf. Also wenn ich jetzt Schnabel halten sagen würde, würde der Schnabel halten sagen. Ist ja eh klar. Das ist ja sein Lieblingszitat. Also hier 95 minus 20, Ergebnis kommt hier hinein und so weiter. Auch das solltest du eigentlich ohne große Probleme schaffen. Und die Nummer 8, da musst du halt ins Heft schreiben. Wenn du willst, kannst du fortsetzen. Was käme denn nach 23, 24, 25, 26? Richtig, da kommt dann 27. Und hier 19, 18, 17, 16. Was käme da? Ganz toll, 15. Wenn du zwei Fortsetzungen machst, reicht es. Damit Seite 119 schaffst du. Alles klar? Dazu passend haben wir im Arbeitsheft die Seite 77. Nummer 1 sollte ich jetzt nicht erklären müssen. Du siehst schon, das, was durchgestrichen ist, das wird weggenommen. Du siehst hier, insgesamt waren es vorher 34. Das ist die erste Zahl. Durchgestrichen sind 16. Und das, was nicht durchgestrichen ist, ist das Ergebnis. Das wäre jetzt wie viel? 34 minus 16 oder nachschauen. Erste Zehnerreihe ist voll. Zweite Zehnerreihe hat nur mehr 8. Das heißt, das Ergebnis heißt 18. Geht bei allen Übungen gleich. Und bei der Nummer 2, das hatten wir schon auf der Seite 118 in dieser Form. Also funktioniert genauso, du suchst dir die Rechenart aus, wo du es am leichtesten kannst. Nummer 3, auch das ist klar, einfach rechnen. Du hast hier die Kontrollzahlen, die streichst du durch, wenn du ein Ergebnis gehabt hast. Und die Nummer 4 haben wir nochmal Rechentreppen. Wobei die oberen 4, die schaffst du, die unteren 3 probierst du, wenn du möchtest, wenn nicht, lass sie aus. Ja, auch heute wieder die Deutschaufgabe aus dem Homeschooling und nicht aus der Klasse. Wir sind auf Seite 43. Nummer 4. Du musst jetzt nur das richtige Zeitwort finden, das hineinpasst. Auch hier wieder, so wie gestern, der Tipp, was du dir leichter vorstellen kannst, das mach zuerst. Zum Beispiel den Pullover wirst du hier, und hier hast du einen kleinen Vorteil. Hier ist schon die richtige Zeitform angegeben. Man kann natürlich mit probieren. Du bleibst dringend einen neuen Pullover. Oh, um Gottes Willen, nein, das ist nicht Deutsch einer 2b. Also, du brauchst etwas, das bei du kommt. Und bei du, das weißt du schon, da ist immer am Schluss ein St. Du bleibst, du findest, du bist, du schreibst. Gibt's hier irgendwas mit St? Ah, ich habe schon gemerkt, du hast's entdeckt. Du brauchst einen neuen Pullover. Und so weiter. Also diese Aufgabe bereitet dir sicher keine Schwierigkeiten. Die Nummer 5. Einfach ins Heft schreiben. Aber wenn geht in Lateinschrift und vor allem schön. Ja, meine Lieben, auch heute haben wir wieder was aus dem Arbeitsheft dabei, in Deutsch, und zwar die Seite 57. Das macht dir sicher Spaß, Wörter suchen, und wenn du die fehlenden Buchstaben herausfindest, weißt du auch das Lösungswort.
Und die Nummer 5, glaube ich auch mal klar, die richtigen Formen einsetzen. Ich bleibe. Du bleibst. Und so weiter. Für Wohnen genauso. Brauchst du nicht mehr abschreiben, die Sätze nur hier im Buch arbeiten. Ja, liebe Kinder, heute zum Abschluss ein kleiner Film. Ich war ja in den Osterferien im Schlosspark Schönbrunn unterwegs und habe dort sehr viele schöne Bilder vom Frühling machen können. Man sieht dabei auch ein Eichhörnchen durch die Gegend flitzen. Und über das Eichhörnchen werde ich dir dann morgen mithilfe deiner Karten aus dem Tierlexikon mit der Nummer 11 ein bisschen mehr erzählen. Aber jetzt mal nur ein Frühlingsfilm.